Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Solltet ihr das Video Weihnachten sehen, frohe Weihnachten ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Zeit im Kreise eurer Liebsten und ich hoffe auf jeden Fall auch, dass ihr gesund und glücklich sein dürft. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir machen heute einfach mal ein kleines Fullface und zwar habe ich hier ganz viele Essensprodukte. Einiges davon ist auch noch im Standardsortiment, manche Limited Editions, die aktuell sind, manche vergangene Limited Editions. Ich habe auf jeden Fall hier einen sehr, sehr vollen Tisch und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen ein bisschen Farbe ins Gesicht zu bringen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und solltest du vielleicht irgendwie für nächstes Jahr den ein oder anderen guten Vorsatz haben, wie zum Beispiel Tagebuch schreiben, dich etwas mehr poetisch zu bilden, dann habe ich diese beiden Bücher hier für dich. Ich habe nämlich zwei Bücher im Pelletier Verlag mal wieder herausgebracht. Das ist einmal hier Vergangene Verse. Da habe ich von 16 bis 18, in meinem 16- bis 18-jährigen Ich, ein paar Gedichte geschrieben und hier dann quasi als gebundene Ausgabe bei Danny rausgebracht. Und als Begleitbuch gibt es hier meine Gedanken. Das ist ein Buch, was ihr selber befüllen könnt. Ein 5-Minuten-Tagebuch quasi. Also ihr könnt es einfach befüllen mit euren Gedanken des Tages. Immer wenn ihr Zeit und Lust habt, ich habe euch mal einen Link dazu in die Infobox gesetzt, schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Beides Hardcover-Bücher, beides sehr, sehr hochwertig und ich bin ein bisschen happy darüber, dass ich auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit hatte, ein Buch herauszubringen, beziehungsweise im Prinzip sind es ja wieder zwei. Nun, ich habe mir einen Kaffee gemacht und ich hoffe, ihr habt jetzt auch so ein bisschen Entspannungszeit. Oder ihr macht euch selber gerade fertig, dass ihr euch für Weihnachten fertig macht, ne? Prost Kaffee an dieser Stelle. Der könnte wärmer sein. Nun, ich starte mit einer Lippenpflege. Die habe ich hier aus der Merry Xmas My Dear Reihe, genau. Das ist dieses Produkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Lippenpflegestift ist oder ob das ein Stift ist, der quasi dann auch meine Lippen einfärbt. Also er sieht wunderschön aus, ne? Er funkelt und glitzert und ich trage ihn mir einfach mal auf. Oh, oh. Also das ist eher ein Lippenstift. Mhm, denn den Glitzer hat man dann auch auf den Lippen. Ja, ich habe hier noch ein paar andere Lippenpflegen gleich auch noch weiterhin. Aber ich starte zuallererst mit einem Primer. Ich verlinke euch alle Produkte, soweit ich sie finde, in der Infobox. Ich habe hier von Essence den Hello Good Stuff 48 Stunden Intense Hydrogel. Ja, Primer. Im Prinzip ist es ja auch eine Gesichtspflege, ne? Und da sind ja die Firmen dieses Jahr richtig stark abgegangen, dass die auch diese Wirkstoffe mit in die dekorative Kosmetik gebracht haben. Und der kühlt ganz angenehm, was im Sommer echt schön ist. Und jetzt gerade, wo ich hier sitze und etwas aufgeregt bin, weil für mich jetzt auch heute das erste Mal Weihnachten gefeiert wird, bin ich ein bisschen, ja, man kennt es, ne? Ja, auch mit 34 Jahren darf man sich auch noch auf die Bestierung freuen, beziehungsweise auf die Menschen, die dann kommen. Kann ich mir auch wirklich als Gesichtspflege vorstellen. Fühlt sich sehr, sehr angenehm an, ne? Ja, funktioniert auch eigentlich ganz gut mit der Gesichtspflege, die ich heute Morgen schon aufgetragen habe. Als nächstes habe ich hier ein Produkt aus einer neuen Limited Edition. Die Chili Vanilli Reihe ist das. Brightening Under Eye Cream. Das ist dieser hier. A Little Moody But Cutie heißt das Produkt. Und das ist halt, ja, einfach peachy. Das kann man sich wohl, wie diese klassischen Under Eye Corrector, unter die Augen geben. Oh, sehr ergiebig. Und er hat auch einen Effekt. Das kann ich nicht anders sagen. Also wenn man vielleicht die ein oder andere Nacht weniger geschlafen hat, kann der einem helfen. Ist, glaube ich, für den Alltag auch super schön geeignet, weil man den easy mit den Fingern so verteilen kann. Und dann hast du die Augenpartie einfach etwas erfrischt. Das kommt ganz gut, muss ich sagen. Ja. Es gibt eine neue Foundation bei Essence und das ist die I Love Flawless Skin Foundation Matte and Full Coverage. Bin ich sehr gespannt. Long Wear mit Lichtschutzfaktor 20. Ich habe mir bestellt die Farbnuance 20 Medium Porcelain. Ja, genau. Ich hoffe, dass es jetzt trotzdem passt, auch wenn das nicht ganz, ganz hell ist. Kommt halt mit so einem Pumper und schaut so aus. Spricht mich auf jeden Fall schon mal an. Und scheint wirklich schön deckend zu sein. Ich glaube, das kann ganz gut bei mir funktionieren, weil meine Mr. Fred Ausflugsfamilie sich wirklich sehr breit macht. Ja, auch die Pinsel, die ich verwende, sind von Essence aus diversen Limited Editions. Jetzt trage ich erstmal auf einer Gesichtshälfte hier die Foundation auf. Mache ich jetzt auch nochmal die andere Seite. Also die macht schon eine gute Deckkraft, ne? Würde ich sagen, auf jeden Fall. Hundertprozentig Full Coverage ist es nicht. Also ich habe hier noch einen Oschi, der durchscheint. Pickel mal, Mutter mal, scheint noch durch. Aber es ist doch relativ gut abgedeckt. Und dann nehme ich mir hier aus der Chili Vanilli Collection diesen winzigen Schwamm.
der ist einfach größer als meine Zukunft gefühlt. Und ja, kann mir damit auch ruckizuck die Foundation richtig schön einarbeiten. Also sie sitzt jetzt nicht perfekt auf meiner Haut, muss ich sagen. An manchen Unebenheiten oder auch hier so an im Porenbereich, ne, da setzt sie sich schon etwas mehr ab. Aber von der Entfernung, finde ich, sieht das enorm gut aus. Also ja, das ist halt so die Sache. Sollte man dann vielleicht nicht allzu nah die Leute an sich ranlassen, dann sieht's gut aus. Als nächstes verwende ich einen Concealer. Da habe ich hier den Multitask Concealer Erase Cover and Care. Und den habe ich in der Farbe 10 Peachy Ivory. Das ist halt wirklich ein sehr, sehr günstiger Concealer. Wobei, wenn man sich halt überlegt, dass dieser Concealer eigentlich auch nur 3 Milliliter beinhaltet, ist der gar nicht so günstig. Das ist nicht so leicht, wenn man so einen Riesenschwamm hat, ne? Da kommst du nicht überall bei. Ich sag mal solide, ne? Also der zaubert dir jetzt nicht alles weg, aber er gibt schon eine Medium-Deckkraft. Das kann man auf jeden Fall gut machen. Er hat jetzt nicht irgendwie so einen Glow oder so dabei, sodass mein Gesicht wirklich sehr, sehr matt, geisterhaft aussieht. Schauen wir mal weiter. Ich habe jetzt hier die Essence mit Merve Eyeshadow Base, weil ich habe jetzt keine aus dem Standardsortiment. Das ist eine sehr, sehr gute aus einer Limited Edition gewesen. Da brauchst du auch wirklich nur ganz wenig von. Also die sollten die echt mal ins Standardsortiment mit einbeziehen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist bei vielen LE-Geschichten von Essence der Fall, dass ich mich einfach frage, warum packt ihr das nicht ins Standardsortiment? Und wenn die dann was ins Standardsortiment packen, wie zum Beispiel den Baby Got Bronze, den ich hier habe, diesen Contouring Bronzing Stick, dann ist er ständig ausverkauft. Das ist einfach verrückt, ne? Verrückt, genau. Mal gucken, ob der zum Zeitpunkt des Videos, also wenn ich das Video veröffentliche, endlich mal wieder verfügbar ist, weil das ist ja echt so eine Sache für sich. Der ist fantastisch, ne? Und der kostet ja echt nur ein Apfel und ein Ei, macht echt einen schönen Effekt, lässt sich toll und leicht ausblenden und ist einfach so eine super Empfehlung. Auch so ein interessantes Produkt aus der Mary Xmas My Dear Reihe ist dieser Liquid Blush, den ich hier habe. Da wurde ja schon viel von erzählt und viele haben auch schon dieses Produkt gelobt. Deswegen bin ich umso gespannter, wie sich das dann auch auf meinem Gesicht machen wird. Ich habe gehört, man braucht nicht so viel. Deswegen gebe ich mir hier einfach mal 2 kleine Tupfer auf. Oh ja, das stimmt. Und verteile es mir auch hier wieder mit diesem Pinsel, den ich ja schon für so vieles hier gerade verwendet habe. Ne? Das ist übrigens aus der Villains Collection, so ein Pinsel. Findet man manchmal noch, wenn man Glück hat, auf der Essence Homepage selber oder bei Cosmetic for Less oder so. Super lange war auch bei Purish noch diese Villains Collection verfügbar. Also wenn man da vielleicht in den Theken nicht mehr die Produkte findet, online ist es manchmal echt noch ganz leicht, die Produkte zu bekommen. Auch ganz oft bei Flaconi zum Beispiel erhältlich. Also das nur so als kleiner Tipp am Rande. Und das ging ja mal richtig zügig hier und sieht richtig schön aus. Wow. Aus der Chili Vanilli Reihe habe ich hier diesen Face and Body Highlighter Stick, da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt drauf. Also ich hatte den beim Haul auch schon so ein bisschen geswatcht und mir gedacht, puh, also das Schätzelein, das hat auch richtig groben Schimmer mit am Start. Ja, den trage ich mir jetzt hier einfach mal so auf. Ja, denn der ist halt auch wirklich rosa, ne? Also das ist Blinding. Ja, und vom Schimmereffekt her ist es ganz süß, ne? Also das ist, wie gesagt, relativ bunt, aber ich finde es eigentlich ganz nice. Also zu Heiligabend oder Weihnachten oder zu Silvester ist es eine gute Sache. Vor allem, wenn man dann auch überlegt, dass man sich das so, wenn man was ausgeschnittenen Ausschnitt hat, ne? So auf die Schlüsselbeine macht oder auf die Schultern oder so, ist es, glaube ich, ganz süß. Zeit für die nächste Lippenpflege, da habe ich hier dieses Hydra Kiss Lip Oil, das kam ja in dem letzten Sortiments-Update mit raus. Kiss from a Rose habe ich hier als Farbe. Haben die in verschiedenen Tönen auch rausgebracht. Ist einfach ein wundervolles, sehr pflegendes, angenehmes Lippenöl, was auch echt lange hält. Ich habe jetzt hier nochmal um meine Augen drumherum gesettet, was ja durchaus Sinn ergibt, weil ich jetzt ein Puder verwenden werde. Das hier ist jetzt eins, das habe ich aus einem Adventskalender. Ich weiß nicht, ob das dieses oder letztes Jahr war, das Color Correcting Mattifying Powder. Ich muss einfach sagen, dass ich das wundervoll finde. Also ich mag es gerne, wenn die Firmen einfach auch verschiedene Farben hier mit reinbringen. Und da gehe ich jetzt hier mal mit dem Pinsel rein aus der, was ist das denn hier? Pink is the New Black Reihe, ne? Dann gebe ich mir das erstmal so ein bisschen um die Augen. Da fange ich meistens an, wenn ich mich abpuder. Ach, das kann ich aber am besten auch mit einem Powder Puff machen. Auch den gibt's bei Essence. Ich weiß nicht, ob es den aktuell noch gibt, aber ich versuche natürlich ja auch Tools von Essence hier zu verwenden. Der Rest vom Schützenfest wird jetzt auch einfach mit dem Pinsel gesettet. Dann habe ich hier einen Bronzer.
Den liebt man oder man hasst ihn. Das ist der Hello Good Stuff Matte and Glow Bronzer. Die ein oder andere von uns hat den sicherlich noch irgendwie bei sich im Schrank liegen. Gibt so eigentlich, glaube ich, nicht mehr. Hat hier oben so ein bisschen was Glowiges mit dabei, aber hier unten die Farbe ist einfach großartig. Kann man sich auch richtig schön aufbauen. Man kann es auch vermischen, wenn man so ein bisschen mehr Glow haben möchte. Als Blush habe ich was ganz Süßes. Love is in the Air, der Blushleiter. Den findet man, ich glaube, nur online bei der Essence Homepage selber. Du hast hier außen drumherum Highlighter, aber hier haben wir einen sehr, sehr schönen Blush, den ich mir jetzt hier auch auftrage. Ich habe eigentlich ja schon sehr viel Glitzer im Gesicht durch meinen Chili Vanilli, der gar nicht so chili war, Highlighter. Als Highlighter möchte ich aber was Separates verwenden und da habe ich den Gimme Glow Luminous Highlighter in der Farbe 10 Glowy Champagne. Auch der müsste jetzt relativ neu im Sortiment eingezogen sein. Ich finde den sehr hübsch, der hat eine wundervolle Farbe und ich finde den auch von der Art und Weise, wie er dann als Highlighter auf dem Gesicht ist, sehr schön. Gut, ich habe jetzt dieses super Glitzy-Flitzy-Gedönsen drunter, aber ansonsten hast du jetzt hiermit einen relativ subtilen Glow, was ich einfach hübsch finde. Also eigentlich einen sehr feinen Highlighter. Nun, kann ich sehr empfehlen. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Augenbrauen. Ich hoffe, also ich habe diesen Augenbrauenstift in zwei verschiedenen Farben. Mal gucken, welcher davon jetzt gerade passt. Micro Precise Eyebrow Pencil in Waterproof habe ich zum einen hier in der Farbe 04 Dark Blonde. Da gucke ich mal, ob der jetzt hinhaut. Ich habe so viele Pinsel von Essence, aber kein Augenbrauenbürstchen. Kann das wohl sein? Ja, so gute Augenbrauen hatte ich wirklich schon seit langem nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Als Augenbrauengel verwende ich dieses Lash & Brow Gel Produkt, das ja schon seit gefühlt 100 Jahren im Standardsortiment ist. Das hat alles sehr gut jetzt funktioniert, muss ich sagen. Und ich fühle mich wirklich tausendmal wohler zu diesem Zeitpunkt, als jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich ein Fullface Too Faced oder Fullface MAC geschminkt habe. Und das ist einfach krass. Ja. Diese Lidschattenpalette gibt's online exklusiv bei Essence. Das ist die Blooming I'm So Fly Palette. Sieht so hübsch mit dem Schmetterling aus, ne? Blooming Wings heißt die. Habe ich noch gar nicht verwendet. Dann wird's mal Zeit. Und ja, die ist halt wirklich voll mein Vibe, weil sie richtig schön bunt ist. Ja, dann starte ich doch einfach auch mal mit diesem, ja, blass-lila ist das ja. Und platziere mir den Ton so in der Lidfalte und auch ein bisschen schon mal außen. Den muss man ein bisschen aufbauen, was ich jetzt aber bei dem Preissegment überhaupt nicht schlimm finde. Und ich finde, dass er sehr gut funktioniert, der Ton. Darunter befindet sich ein minimal dunklerer Ton, auch im lila Design. Den nehme ich mit der Spitze von meinem Smudger-Pinsel auf und setze den Ton an meinen unteren Wimpernkranz. Ich glaube, beide Töne hätte es nicht unbedingt gebraucht in der Palette, ne? Die sind sich schon sehr ähnlich. Außen verdunkle ich mir das ein ganz kleines bisschen mit diesem Aubergine-Ton. Tupfe ich nur so ein bisschen hier in meinem äußeren Augenwinkel auf. Hier außen ist es ein klitzekleines bisschen fleckig, aber ich denke, dass der Eyeliner das gleich kaschieren wird. Und ja, ansonsten sitzt das alles total super, hat sich auch schön auftragen lassen, also richtig gut. Hoffentlich funktioniert das. Ich habe jetzt hier aus der Chili Vanilli Reihe nämlich ein Liquid Eyeshadow. Ja, ich habe ihn in der Farbe Not So Basic Vanilla 01. Das ist dieser wunderschöne Ton. Und den möchte ich jetzt einfach mal verwenden, um mir eine Cut Crease zu ziehen damit. Mal gucken, ob das hinhaut. Den könnte man gegebenenfalls sogar als Basis verwenden, wenn man möchte, für weitere Schimmertöne. Da muss ich jetzt gleich einfach mal schauen, wie der sich so auf dem Auge macht, ob ich da noch weitere Schimmertöne brauche. Der macht sich gut. Der macht sich richtig, richtig, richtig gut. Richtig gut. Ich schau mal, ich habe ja auch dieses marmorierte blass-lila Tönchen hier. Das schaut so aus, ob ich mir das irgendwie hier außen auftragen kann. Oh wow, das ist einfach schon relativ fest. Das ist ja krass. Einfach so, damit man das nicht nur als goldenes hier sieht, sondern dass da vielleicht noch ein Hauch von Farbe des Lidschattens selber mit drauf kommt. Also ich toppe quasi den Schimmerlidschatten auf den Topper drauf. Und das funktioniert richtig gut. Dadurch sieht das nämlich sehr, sehr harmonisch und ebenmäßig sogar aus. Da kann ich mir auch noch diesen Schimmerton aufnehmen. Die haben leider keine Namen, das ist ein bisschen schwierig. Ja, auch so ein lila Schimmerton. Und den setze ich nur hier außen so als Übergang drauf. Nicht von schlechten Eltern. Ganz, also ehrlich, ne? Das ist eine extrem gute Kombi. Die kannst du aber auch solo verwenden und den kannst du über so viel anderes noch verwenden. Das
trocknet so gut. Das finde ich so positiv, weil sonst ist bei mir halt oft das Problem, dadurch, dass ich ja halt auch ein paar Falten auf dem Auge habe und Schlupflider habe, ne, dass dieser Liquid Eyeshadow dann in die Lidfalte rutscht. Aber der ist ja bombastisch schnell getrocknet. Finde ich echt toll. Das freut mich. Und jetzt habe ich hier auch aus der Mary X Miss Madeira Reihe ein Jumbo Highlighting Crayon. Das ist dieser hier. Der sieht sehr, sehr hübsch aus. Und den möchte ich jetzt einfach mal im Innenwinkel verwenden. Ob man dafür jetzt extra so einen eigenen Stift braucht, muss man für sich selbst entscheiden, ne? Er macht sich auf jeden Fall ganz gut. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Das sieht nicht aus wie Essence. Oder sollte ich eher sagen, es sieht nicht aus wie eine 10-Euro-Palette. Ich glaube, das trifft es eigentlich mehr. Oder auch von der Base her, ne? Nun, egal. Ich hätte hier noch etwas, aber ich glaube, das wird zu viel. Nee, das wird zu viel. Wenn ich mir jetzt auch noch in der Farbe Tütü-Kies... nee, das wird zu viel. Oder? Nein, das wird zu viel. Okay, dann ziehe ich mir jetzt einen Eyeliner. Und da habe ich hier den 24 Ever Ink Intense Black Eyeliner. Der hat halt hier so eine schöne Grip-Fläche, was ich ganz praktisch finde. Eine ganz, 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 ganz kleine Spitze. Also, ja, ne? Also, ich hatte mal, oder ich habe immer noch, von Essence so einen Easy Brush Liner mit so einer Pinselspitze. Warum ist der nicht mehr im Standardsortiment? Ich verstehe so vieles nicht. Wirklich symmetrisch sind die beiden Schätzeleins hier nicht geworden. Aber ich finde, dass es einfach okay aussieht, ne? Ja, es hätte wahrscheinlich ein etwas dezenterer Wing das Ganze etwas hübscher gemacht. Ein Fixing Spray von Essence habe ich hier nur als Limited Edition aus der Mickey-Reihe, beziehungsweise das ist ja Mini Relaxing Mood Fixing Spray. Ja, hat tatsächlich einen leichten Lavendelduft auch mit am Start. Meine Wimpern werden gebogen mit der Catrice Wimpernzange, das ist einfach die beste meiner Meinung nach, die es so gibt. Und dann nehme ich jetzt meine Mascara, die auch im Standardsortiment ist, aber ich habe sie hier in der Variante der Limited Edition mit den Villains, also mit der Evil Queen. Das ist die I Love Extreme Mascara. Schaut so aus und ja, die ist sehr puffig, ne? Also die ist sehr martialisch fast schon vom Bürstchen her. Ich mag sehr gerne mit sowas zu arbeiten und ja, deswegen mache ich das jetzt auch. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Das sieht schon gut aus, ne? Also kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ich komme mal etwas näher. Dann hört ihr mich etwas weniger, weil das Mikro jetzt ja quasi unter mir ist. Aber also ich finde, die Mascara macht sich sehr gut. Vor allem auf dem Auge ist sie gerade richtig am Brillieren. Sie gibt Länge, sie gibt Schwung, Volumen. Also das, was man sich so wünscht, ne? Und das ist keine Mascara, die irgendwie sack viel Geld kostet. Klar, wäre schöner, wenn die noch ein bisschen mehr Wawawum machen würde, aber da kann man sich einfach noch eine weitere Schicht drauf machen, weil die lässt sich easy peasy schichten und das passt einfach auch gerade so gut zu diesem Augenlook. Also mir gefällt es gerade voll, was ich hier in meinem Gesicht trage. Spektakulär, wie viele verschiedene Lip Liner ich von Essence habe, wusste ich nicht. Gut, ich weiß nicht, ob es den jetzt so noch gibt, aber ich verwende den jetzt einfach mal, den Stay 8 Hours Lip Liner in der Farbe 01 Curious. Das ist dieser hier. Und ich finde die Lip Liner von Essence auch wirklich sehr empfehlenswert. Die kann man teilweise auch einfach solo verwenden, vielleicht darüber ein Gloss, ein Lippenöl oder was auch immer oder gar nichts. Denn die decken eigentlich schon so für sich richtig schön ab. Wow, das ist jetzt ein bisschen dunkel. Ist jetzt aber auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Naja, ich gebe mir dieses Tinted-Gedönsen drüber, Tinted Kiss in der Farbe 02 Movelous. Kam jetzt, glaube ich, auch mit dem neuen Sortiments-Update raus. Wobei, wenn man das so vermischt auf der Lippe, finde ich, sieht es sogar richtig gut aus. Das kann gut sein. Das kann gut sein, Claudi. Ja, und wer mag, kann dem Ganzen natürlich noch etwas mehr Glamour verleihen. Mal gucken. Ich habe jetzt hier, ich glaube, vom letzten Jahr ist das die Limited Edition gewesen oder Anfang diesen Jahres. Snow Much Love Liquid Lip Glow. Ja, Snowflake Wishes Glowy Kisses. Das ist dieser hier. Das ist so ein Lip Topper. Den toppe ich jetzt nur so in der Mitte und verteile den dann einfach mit Lippenbewegungen. Passt auf jeden Fall schön, finde ich, weil er die Lippen dann auch noch ein bisschen aufhält. Ich fühle mich hiermit, was ich hier im Gesicht habe, richtig, richtig wohl. Ich habe unten meinen Weihnachtsschmuck, den werde ich gleich auch anlegen. Und das sieht so gut aus. Mir gefällt meine Base, mir gefällt mein Augenlook, mir gefallen meine Lippen, auch wenn die gleich beim Kuchenessen sehr wahrscheinlich abgehen werden. Aber der Look geht auch ab, oder? Wie ein Zäpfchen, ich sag's euch. Ich fühle mich so, so wohl. Das sieht so gut aus. Klar, meine Mr. Fried-Geschichten wurden nicht so wirklich abgedeckt, aber das ist nicht schlimm. Da lenken auf jeden Fall Lippen und Augen von allem anderen ziemlich ab.
Was ich auch echt cool finde. Und ja, es passt. Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es das hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.